Es Weihnachtelet. Eines Tags geht mir die Katze ratzfatz zufrieden in der warmen Stube und streckt sich. Draussen ist es grusig kalt und der Schnee schon ganz fein. Hey ja, es ist Dezember und die erste Adventswoche hat gerade angefangen. Es ist auch gar nicht heimelig zum Rausgehen. Aber was könnte man auch heute anreisen? Aber Katzratzfatz, die wäre nicht Katzratzfatz, wenn sie nicht auch für so einen Moment eine gute Idee hat. Ein Lebkuchen backen, das wär's jetzt doch. Gleitig kumpelt sie ab dem Ofenbänkli, macht die Küche die Türen auf und ruft ihren Freunden auf dem Arfenhübeli. Ja, allein ist das für eine Katze fast nicht anzugattigen, so einen Lebkuchen zu backen. Ganz schlotterig vor gefrorene Täppeln gluckern Gloria in die Küche. Der Berner Sennenhund, Hans Heinrich, der muss zuerst vor der Küchentür noch ein bisschen Schnee abschütteln. Und der Kleus, der Schweizer Schäckhüngel, hat ganz gefrorene Ohren. Da hat es natürlich geissiger Haar da und das Kresi, die Kuh, schon ein bisschen besser, wenn sie im warmen Stall sein können. Als erstes braucht es natürlich ein Rezept. Der Hans Heinrich hockt oben dran am Küchentisch und blättert im Kochbuch. Da ist es ja, das Gröselis Lebkuchenrezept. Liest er mit dem Bauer seiner Lesebrille auf der Nase. Ja, also, lass ich gut zu. He? 4 Hampfeln Zucker und ebenso viel Mehl, 1 Messerspitze Salz, 3 Eier, 1 Mödeli Anken, 1 Löffel Natron, 1 gehöriger Sprutz Krisiwasser und Hunk für die Kust und zuletzt 2 Kacheli Geschlagli Nidle. Und jetzt geht's diffig. Grad geschwind in Kauer runter. 3 hast du gesagt. Gau? Meint Gluckere Gloria. Und ist schon an der Küchentür vor. Lustig sieht das aus, wo sie mit den Eiern zurück zu balancieren kommt. Und prompt wäre er fast eins an Boden geht. Unsere Kuhkresi fährt sofort an von Nidle schwingen, bis der Löffel eben recht drinnen steht. «So muss doch eine richtige Nidle sein», sagt sie nicht ganz ohne Stolz, wo sie die fertig gerührte Schüssel auch auf den Küchentisch stellt. Der Kleus ist inzwischen auch wieder zu warm gekommen und rührt zünftig im Teig. Und der Hans Heinrich, wie könnte es auch anders sein, muss gäng wieder probieren und der Schwingbesen abschlecken. Du, das kommt richtig gut. Halt! Da fehlt doch noch etwas. Hört man Geis Gerhard plötzlich dazwischen rufen. Stimmt, jetzt was sagst. Das Lebkuchengewürz wäre bei Maid vergessen gegangen. Nur so wird es ja schliesslich ein richtiger Lebkuchen.
wenn man sie jetzt auch noch besinnen könnte, wo die Bäuerin auch das Gewürz versorgt. Aber wer, wenn nicht unser Schnuppernäsli, die Geis Gerharda, findet das Lebkuchengewürz sofort auf dem zweitobersten Tablar im Küchenschaft. Ganz versteckt, zuhinterst hinten. Es hat sie ja noch niemand gebraucht dieses Jahr. Die Glut im Ofenrohr ist auch schon an. Zusammen lüpfen die sechs Freunde das geckete Blech in den Backofen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie das von Minute zu Minute immer mehr und mehr nach feinem, frischem Lebkuchen schmeckt. Am besten ist doch so ein Lebkuchen gerade aus dem Ofen raus, mit einem Mödeli Anken dazu. Einfach herrlich. Warte, ich will noch das zweite Stück, warte geschwind. Wieso hat jetzt Gluckere Gloria wiederum das doppelt so grosse Stück wie ich? Stimmt gar nicht. Gibst mir noch geschwind den Anken rüber. Ich glaube, er ist fein geworden, dieser Lebkuchen. Am Abend, wo die Büri heimkommt, ist die Küche sauber und aufgeräumt wie gang. Nur ein feiner Geruch nach Lebkuchen liegt noch in der Luft. Und die Büri schmunzelt nur. So, so. Es weihnachtelt also wieder.